und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Video von mir. Diesmal mit dem Book Haul für den Monat November. Ja, ich habe wieder ein bisschen Bücher eingekauft. Nicht so viel wie letzten Monat, aber doch ein bisschen. Beziehungsweise ich habe auch zwei geschenkt bekommen und darüber freue ich mich natürlich sehr. Das erste Buch ist von meinem Lieblingsautor in Kooperation mit Stuart Onan. Ich hoffe, das spricht man so aus. Ich weiß auch nicht, warum man so ein Apostroph dahin macht. Aber und zwar Ein Gesicht in der Menge. Es ist wirklich ein sehr, sehr kurzes Buch. Hat, glaube ich, 8 Euro oder so gekostet. Und hat auch nur super spannende 58 Seiten. Ja, ich habe es irgendwann bei Amazon gesehen und musste es bestellen. Ich habe noch nicht reingeluschert. Ich bin gespannt, was das ist, was das soll. Mal gucken. Dann habe ich mir eine Graphic Novel, einen Comic gekauft, und zwar den zweiten Teil von Sweet Tooth, ja, In Captivity. Dieser Band ist auch schon auf Deutsch erschienen. Sweet Tooth ist generell, ich glaube, die ersten 3 Bände schon auf Deutsch erschienen. Wie ihr vielleicht wisst, der erste Band hat mir super, super gut gefallen, weil es eben eine gewisse Düsterkeit aufweist, eine gewisse Brutalität. Und auch wenn der Zeichenstil mir nicht ganz so gut gefällt, ja, ist doch die Geschichte, die dahinter steckt, ja, fasziniert mich. In diesem zweiten Teil geht es jetzt eben nun darum, dass der Protagonist, der Typ mit diesen Hörnern, ja, in Gefangenschaft gerät und sich Experimenten stellen muss. Ja, dann musste ich einfach kaufen. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Und zwar habe ich ein Video von der lieben Chrissy gesehen und ja, sie war so, so begeistert von dieser Graphic Novel. Ja, und dann konnte ich irgendwie einfach nicht widerstehen und musste es auch kaufen. Und zwar den ersten Band von Locke und Key. Willkommen in Lovecraft. Ja, der Autor dieser Graphic Novel ist unverkennbar Joe Hill, ja, der Sohn von Stephen King, und die Chrissy war so begeistert davon und irgendwie hat sie mich total angesteckt und sie hat gesagt, das ist die beste Graphic Novel, die sie in diesem Bereich gelesen hat, und ja, da musste ich einfach, ich muss mir jetzt einfach mal selber eine Meinung darüber bilden. Naja. Kommen wir nun zu meinen beiden geschenkten Büchern, worüber ich mich sehr, 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 sehr gefreut habe, und zwar das erste Buch von Roald Dahl, Charlie und die Schokoladenfabrik. Ja, ich habe den Film dazu gesehen mit Johnny Depp. Habe das Buch aber nie dazu gelesen und ja, dann wurde es mir eben geschenkt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich mochte den Film ja schon sehr und Roald Dahl soll ja ein schwarzhumoriger Autor sein, wurde mir jedenfalls gesagt. Und deshalb bin ich schon umso mehr gespannt. Das zweite Buch, was ich geschenkt bekommen habe, wollte ich mir eigentlich erst selber kaufen, weil ich es gesehen hatte und es gibt einen dritten Band davon und ich muss ihn unbedingt haben. Und dann, ja, wurde er einfach bestellt und mir geschenkt. So geht's auch. Es sollte dir auch leid tun. The Tiny Book of Tiny Stories Volume 3. Diese Bücher faszinieren mich besonders, weil sie eben mit ganz, ganz wenigen Worten beziehungsweise manchmal nur mit einem Satz eine gesamte Geschichte erzählen. Und die Illustrationen dazu sind auch immer wunderschön und ich freue mich sehr, dass es einen dritten Band dazu gibt und dass ich ihn jetzt auch habe. Ja, das nächste Buch musste ich wieder selber kaufen. Ich musste es unbedingt selber kaufen. Und zwar, nachdem ich in der Schule gesagt habe, dass ich ein Buch fertig gelesen habe. So, Kevin Schneider, jetzt kommt mal deine super Erwähnung in diesem Buch, ja, in diesem Video. Kevin Schneider wollte unbedingt, dass ich ihn erwähne. Also erwähne ich dich hier an dieser Stelle, hallo. Ja, nachdem ich also erwähnt habe, dass ich ein Buch fertig gelesen habe, meinte er dann so zu mir, ja, dann weißt du ja, was du jetzt zu tun hast, und zwar... Ja, und immer zu, und ich habe das einfach nicht kapiert, weil ich einfach so dumm bin, ne? Keine Ahnung. Und zwar hat er mir ein Buch empfohlen, was er selber mal gelesen hat und vorgestellt hat, und zwar von Hertha Müller, Atemschaukeln. Ich habe gefragt, ob es denn halt so ein Kriegsbuch ist, weil es sich schon so anhörte, und er meinte, na, es handelt wohl nach dem Krieg, ja, in einem Arbeitslager. Ich bin schon sehr gespannt, wenn mir mal so eine Empfehlung gegeben wird. Ja, ich werde es mal lesen, muss ich ja jetzt. Das letzte Buch für diesen Monat ist eine Neuerscheinung, die also quasi erst diesen Monat rausgekommen ist, und ich bin schon ein bisschen gespannt. Ich hoffe, dass es meine Erwartungen erfüllen kann. Eigentlich habe ich meine Erwartungen nicht so hoch, weil ich ein bisschen Angst habe, dass der Autor zu sehr an die Idee des ersten Buches anlehnt. Und zwar spreche ich von dem neuen Buch von Jonas Jonasson, Die Analphabetin, die rechnen konnte. Ja, das erste Buch von ihm war ja Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Und dieses Buch hat mich wirklich sehr, sehr begeistert. Ich hoffe, dieses Buch kann es auch. Aber der Titel klingt halt schon so, ja, ich weiß nicht. Es klingt halt irgendwie ähnlich, und ich bin trotzdem gespannt. Und ich habe es mir trotzdem geholt, und ja, wie gesagt, ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Also, ja, das war schon mit meinem Video. Wie gesagt, ich habe nicht ganz so viel gekauft wie letzten Monat.
Mist. Nächsten Monat ist ja schon Weihnachten. Ja, ein bisschen komisch, naja, egal. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Lasst mir doch eure Meinung in den Kommentaren da. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn ihr mögt. Bis dahin, bye, bye. Guck mal, die hat fast jedes Jahr irgendeinen Preis gewonnen. Wer denn, Heiter Müller? Ja.